Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Cetera-Modifikation. Wir sind jetzt hier nochmals, weil wir das letzte Mal ein bisschen verkackt haben, also ich. Nehmen wir erstmal die Kräuter mit. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir gar keine Musik haben. Also gar keine. So, das können wir überspringen. Kapitel 1, Eduard muss warten. So, und das ist der Vater. Hallo Fremder, bla bla bla, das kennen wir schon alles. Nehmen wir natürlich den Schutz. Denn der hat ja uns gut geholfen. Uns hier eingeführt. Dann wird der Vater auch freundlicher. Das hat man alles schon. Jetzt höre ich auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Die klassische Musik eben. Torkelt so leise vor sich hin. So. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Die Piraten haben mir alles geraubt und ich brauche Arbeit. Ich denke, du solltest erst einmal deine Verletzung auskurieren und dich ausruhen. Klar, das ist auch eine gute Idee, klar. Also ist der Tag ist wegen der Verspätung nicht die Ohren lang ziehen. Nein, du hast ja recht. Eigentlich bin ich nicht ganz zufrieden mit ihm. Auch wenn er manchmal über die Stränge schlägt. Dass du aber nachgefragt hast, zeigt mir, dass du ein anständiger Kerl bist. Naja. Du erwähntest einen Kurier? Ja, sicher. Alle größeren Städten auf dieser Insel werden durch die Kuriere mit Informationen beliefert und wir liefern den Kurieren unsere Informationen. Stand der Ernte, Steuern, naja, das übliche eben. Allerdings ist der letzte Kurier hier nie eingetroffen. Aber bevor du fragst, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir beten nur zu Innos, dass es ihm gut geht. Das hilft wahrscheinlich auch nicht. So, es sind im Prinzip nur neue Informationen. Und keine Quests in dem Sinne. Im Zentrum der Insel liegt die Stadt Tarenis. Nur von dort aus erreicht man den Rest der Insel, doch der einzige Weg dahin wird blockiert. Und ich glaube, die Demo endet auch damit, die Stadt zu betreten. Ja, und die Freunde finden. So. Hey. Mit Tages können wir auch nicht sprechen. Gehen wir das Ganze mal langsam an. Okay. Nette Hütte. Also hier zu dritt zu wohnen ist ja gemütlich. Hey. Hallo. Bist du Sala? Doran schickt mich. Die haben ja gar kein Bett für mich frei. Eigentlich. Ja, ich hoffe, mein Mann ist nicht zu hart mit dir umgesprungen. Nee, nur am Anfang so ein bisschen. Voll der Penner, aber ansonsten. Ganz netter Typ. Schon in Ordnung. Das riecht ja aber wirklich lecker. Erstmal geiern, ne? Besser als bei Snuff wird's schon sein. Der Mann meinte, du hättest noch was zu essen für mich. Na, so wie du aussiehst, hattest du heute einen ziemlich miesen Tag. Ich wurde ausgeraubt, hab nichts mehr bei mir, wurde verprügelt. Dafür hast du jetzt aber richtig Glück. Ich habe heute nämlich immer einen Spezialeintopf gekocht. Danke, ich will Stärke dazu. Genau, das will ich jetzt. Ein Eintopf, prima. Ich kann mich kaum noch erinnern, wann ich das letzte Mal überhaupt etwas gegessen habe. Das wird länger her sein. Hier, nimm, aber pass auf, er ist noch heiß. Au, meine Zunge! Ja, was? Jawohl, Stärke plus 1. Du hast nicht zufällig noch einen Eintopf. So läuft es doch immer, oder? So läuft es jedes Mal. Ich denke nicht. Warte, lass mich nachsehen. Such. Ich hab Hunger. Doch, eine Portion habe ich noch. Jawohl, Nummer Stärke. Her damit. Ah, das tat gut. Vielen Dank, Sala. Und das war die letzte?
Der geiert aber auch immer. Du musst doch pappsatt sein. Noch eine Portion und der Eintopf wird dir wieder aus den Ohren rauskommen. Ja, und Hauptsache Stärke. Das ist die Hauptsache. Außerdem ist der Topf ratzekahl leer. Der Boden ist so blank, dass ich den Topf als Spiegel an die Wand hängen könnte. Wäre eine gute Idee, ich sehe sonst keinen Spiegel. Und morgen? Es freut mich, dass dir mein Eintopf scheinbar so gut geschmeckt hat, aber einige der Zutaten sind auch sehr teuer und selten. Hey, die suchen wir eh. Vielleicht wieder in einigen Tagen, wir werden sehen. Bis dahin kannst du aber gerne bei mir täglich eine Fischsuppe abholen. Bäh. Okay. Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Ich sagte doch, meine Mutter kocht den besten Eintopf auf der ganzen Insel. Ja, keine Ahnung, ich habe noch keinen anderen Eintopf hier auf der Insel gegessen. Komm mit. Ich zeig dir, wo du pennen kannst. Nichts Tolles, aber was anderes kann ich dir nicht mehr anbieten. Dann zeig mal her. Eines noch, Fremder. Und du sollst meinen Rat beherzigen. Allein schon als Zeichen deiner Höflichkeit solltest du dich morgen früh bei unserem Dorfältesten vorstellen. Ja, ist kein Problem, können wir machen. Das ist die einzige Hütte mit einem Baldachin vor dem Eingang. Du wirst sie also gar nicht übersehen können. Ich muss gerade husten. Wenn du dich nicht völlig daneben benimmst, wirst du sicherlich keine Probleme zu erwarten haben. Und ich höre mal bei den Leuten nach, ob sie nicht Arbeit für dich haben. Vielleicht finden wir ja was Passendes für dich. Um Frühforschung bei eurem Dorf ist dann anschließend zu dir. Alles klar. So, ist er jetzt ein Buvia hier gerannt? Oder ist er doch? Ich speichere mal ab. Ich will das mal hier ein bisschen öfter speichern. Ich lasse noch einen Fehler machen. Also, wir sind Stufe 0, gildenlos. Überall Anfänger. Stärke 11, Schick 10, Mana 10, Leben 40. Komm weiter, es ist schon spät. Ja, das weiß ich selbst. Trottel. Hey, ich wurde von deinem Vater angequatscht, nicht umgekehrt. Naja, ich bin müde und will einfach nur noch ins Bett. Hab zu viele Muscheln gesammelt. Was ist ganz was los im Dorf auf einmal so um 2 Uhr nachts? Viele haben auch gar keinen Namen, okay. Rennt jetzt mit mir hin. Ich habe Fleischpflanze gehört. Na gut, wir haben wir noch keine Waffen. Könnt ihr unterm Stand schlafen oder was? Naja, gut, nicht so schlimm. Ist okay, wie gesagt, die Sichtweite ist sehr, sehr gering. Oh, was ein Hotel! Mann, das war echt mutig von dir, Fremder. Ich meine, dass du dich hier für mich so eingesetzt hast. Ja, ist auch klar, komm. Ich schätze, ohne deine Hilfe müsste ich jetzt die nächsten 2 Wochen das Gras aus den Ritzen der Dorfstraße pulen, statt Muscheln zu sammeln. Danke dafür, aber jetzt nimm erstmal eine Mütze voll Schlaf. Du siehst nämlich echt, penn einfach eine Runde, wird dir sicher gut tun. Das war noch von der Mania. Okay, ist nur eine Animation. Bringt es überhaupt was? Ja, doch, aber nur einzeln, ne? Ja, einzeln. So, kann man hier noch was mitnehmen. 10 Gold, naja, immerhin. Was ein Scheißtag. Bäh. So. Ich könnte mich hier in die Bude eigentlich gewöhnen. Sieht doch nett aus hier. So, der Tag ist und seine Familie sind ja an sich ganz nett, ne? Bei denen kann man sich ja jetzt mal ein bisschen einnisten. Ansonsten ist es neblig oder ist es die geringe Sichtweite? Schauen wir uns erstmal um. Hier kann man nirgends was mitgehen lassen. Hier sind keine Sachen zum Aufsammeln leider. Ich guck mal, ob ich die Sichtweite vielleicht ein bisschen höher stellen kann. Nein, falsch, Grafik.
Aber auf 140 schon minimal besser. Da hinten ist eine kleine Hafenanlage. Also minimal, so eine Fischerhafenanlage. So, finden wir hier irgendwas zum Mitnehmen? Nee. Und was hier soll? Oh, ein Fisch. Oh, das ist ein Typ. Fischsuppe, ein Apfel. Also hier ist quasi so Vorratsschuppen ähnliches. Grip. Der sieht uns doch nicht, oder? Der sieht uns doch bestimmt nicht. Ohne den richtigen. Ach, Scheiße. War ja klar. Liegen doch Fische rum. An oder beziehungsweise in diesem Fischernetz. Macht ja auch Sinn. Können wir mit dem schon sprechen? Nee, noch nicht. Schade. Jo, würde ich sagen, wir haben heute die klassischen Anfangsaufgaben, ne? Oh nein, das ist eine Ratte. Das ist noch zu früh für uns. Franka. Ist das nicht eigentlich ein Frauenname? Warte mal. Macht halt, was ihr wollt. Auf jeden Fall gucke ich mal kurz, ob wir auch einen anderen Weg hochgehen können. Zum Dorf. Denn da hinten ist so eine Schräge. So, keine Ahnung, ob das hier so ein verifizierter Weg sein soll, aber man kann ja mal hochlaufen. Das sieht doch gut aus. Okay, nein, aber man kommt hoch. Fertig. Wir haben ja auch einen Teleporter im Kaff. Warum nicht? Hier liegen ein paar Pfeile rum. Ich habe übrigens auch erfahren, man muss hier sehr sparsam sein in dieser Modifikation. Also man muss schon aufpassen bei den Sachen. Also gründlich sammeln, alles mitnehmen und nichts verschleudern. Aber gut, das ist im Normalfall sowieso meine Devise. So, jetzt haben wir schon mal einen Bogen. Thema Waffen. Ja, schon mal ein bisschen größeres Haus. Hat sogar eine Tür. Schauen wir uns erstmal ein Dorf um. Ja, da liegt nur eine Fischsuppe rum. Schön, dass sie hier einfach hinten rumgammelt. Das freut mich. Ein Brunnen, so wie es sich für jedes Kaff gehört. Da vorne ist sogar ein Haus aus Stein. Ein Lederbeutel, noch eine Fischsuppe. Das sieht man doch. Gib die Suppe her. Geht doch. So, mal so irgendwas hier hinten. Also ich muss sagen, das Dorf hier sieht recht gemütlich aus. Gefällt mir ganz gut von der Optik. Er wiegt nicht viel. Da ist auch noch 10 Gold drin. Übrigens stört es die Leute auch nicht, wenn wir alles mitgehen lassen. Finde ich gut so. Da kann man nämlich alles abgreifen. Okay, ein Bergkristall. Warum packt man so einen Scheiß in der Truhe? Ich hänge so ein bisschen fest. Lass dich von mir gar nicht irritieren. Putz weiter. Noch ein Lederbeutel, Hammer, Wasser. Bisschen Zeug eben. Mit denen reden wir alle noch. Ich will jetzt nur nicht übereifrig mit jedem Taverne zur kleinen Nymphe. Ausrüstung für jeden Bedarf. Nett. Auf jeden Fall, ich will jetzt nicht. Ist das der Rest nur Deko von dem Scheiß hier? Oh, schade. Auf jeden Fall, ich will noch nicht mit jedem reden, sondern mehr oder minder erst bei Bedarf. Oh, das ist wirklich ganz schön. Das ist die ganz schön kleine Nymphe, Alter. Aber trotzdem sieht nett aus. Ich meine, da draußen ein bisschen. Ne? Hier draußen kann sich wenigstens jemand hinsetzen. Nett, nett. So,
Das Tages- und ein Fischer. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Das hätte ich dir vorher sagen können. Wieso, wie stürmen wir erstmal hier rein? Nehmen wir alles mal alles mit. Eine Wurst und eine Fackel. Ein bisschen Milch und ein Herd. An den Lederbeutel kommt man nicht, oder was? Der scheint nur Deko zu sein. Also die Leute hier wohnen auf sehr engem Raum. Hat aber was Charmantes, muss ich sagen. Ja, das ist halt hier nicht allzu, nicht der allzu höchste Wohlstand, ja. Muss man hier wie in diesem Fall auch mal ins Bett krabbeln, aber das ist ja auch mal ganz nett. Es gibt Leute in Hongkong und Co., die wohnen in alten Lüftungsschächten, ja. Das ist also hier dann quasi Luxus dagegen. Ha, der hat abgeschossen. Selber Pech. Yola. Stört dich ja nicht, ne, wenn ich immer kurz... Danke für die Äpfel, die sind sehr wichtig für mich. Wie gesagt, bei Gelegenheit, wenn wir mal mit den ganzen Leuten sprechen, aber erst mit dem Chef. Ein Gebot der Höflichkeit, morgen früh soll ich als erstes den Dorfältesten begrüßen. Anschließend könnte Laura und Arbeit für mich gefunden haben. Gut, wir sind jetzt halt suchen, ne? Gehen wir dem ganzen Mann nach. Das hätte er auch selbst wissen können. Ah. Das könnte doch sein, oder? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Oh ja. Der hat ja auch ein bisschen edleres Zeug. Sieht ja ein bisschen grimmig aus. Cetera. Cetera ist eine Insel weit ab des Königreichs Methana. Dennoch gehört sie zum Reich, verwaltet sich aber aufgrund der großen Entfernung zum Festland autark. Im Zentrum des Südteils liegt die Stadt Taraines. In ihrer Nähe befinden sich einige Bauernhöfe, die die Stadt mit ihren Waren versorgen. Seit Generationen leben die Menschen hier friedlich und treiben zwischen den Städten Handel miteinander. Aber auch hier gibt es Orte, die gemieden werden. Der große Sumpf im Südwesten und die dichten Wälder im Westen sind hier besonders zu erwähnen. Gehandelt wird mit allen Waren des täglichen Lebens, doch das größte Interesse gilt auch hier dem magischen Erz, das einmal im Jahr von den Galeeren des Königs abgeholt wird. Im Frühsommer, wenn die Winde günstig waren. Wehen. Waren. So. Da lässt sich nichts machen. Scheiße! Mit dem reden wir auch gleich. Wie gesagt, wir sind ja höflich. Aber ich will davor irgendwie erst nochmal die restlichen Hütten ausnehmen. Zumindest die in Reichweite. So wie die Hütte hier der Fischerin. Käse! Her damit. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und mit denen hier haben die nicht mehr eine Truhe oder was? Dann gehen wir die Pfanne her. Ah, doch, da ist eine Truhe. Guck mir gerade zu, wie ich dein Haus ausnehme. Ihr seid eh schon so verzweifelt, da kann es doch egal sein, wenn irgendein Fremder bei euch einbricht und die restlichen Sachen noch mitgehen lässt, oder? Da steht man doch drüber. Auf so einem Level. So, hier liegt nur eine Säge. Also die bauen hier anscheinend auch eine Palisade. Oder haben auch eine schon gebaut und bessern die aus oder vergrößern die, reparieren die, was auch immer. Und das hier ist die letzte Hütte hier, oder was? Da sind Fleischwanzen, das ist wahrscheinlich der Jäger. Aber die wohnen hier aber ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ein bisschen durcheinander ist hier im Haus. Vielleicht gab es auch Streit, keine Ahnung. So, jetzt wird erstmal geboxt. Kann man die überhaupt gescheit boxen? Oh ja. Oh ja. Kommt die eine immer mit, zack, tot. Also hier gab es irgendwie schon Stress, weil hier die Möbel irgendwie auf dem, also vorm Haus rumfliegen. Ich töte die restlichen Fleischwanzen einfach, sobald wir eine gescheite Waffe haben. In dem Fall wäre sogar ein schwerer Ast schon mal gescheit. Nun gut, haben wir jetzt irgendwo eine Hütte? Was ist denn da? Da waren wir da schon drin. Ja, da waren wir schon drin, ne? Ich muss mich erstmal ein bisschen hier orientieren. Wie die Stadt quasi mehr oder weniger aufgebaut ist. Von da hinten kamen wir ja hoch.
Ne? Und waren wir hier schon drin? Ah ne, hier konnte man nicht rein, ne? Oder ich wäre einfach zu blöd. Wäre auch möglich, ist auch möglich. Und oh, Langbogen, perfekt. Könnte natürlich auch der Jäger sein. Zum Glück schläft er noch. Das ist ihm ja sowieso egal, aber ich meine. So ist witziger. Ein schwerer Ast. Jawohl, da haben wir unsere Waffe auch schon. Langbogen. Hoah. Ich weiß gar nicht, ob wir auf 90 Geschicklichkeit kommen. In der Modifikation. Wie viel? Maximum mal Level 15. So Pi mal Daumen. Ich glaube, da ist so viel Geschicklichkeit gar nicht drin. Das heißt, den Bogen könnte man eventuell verkaufen, aber ich warte damit noch. Also keine voreilige Entscheidung hier. Ich sage, in der nächsten Folge reden wir mal mit dem Chef und schauen mal, ob wir ja was zu erledigen kriegen. Also wir sind jetzt schon mal grundausgerüstet, haben ein bisschen Zeug, minimal viel Geld. Und ja, mal schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, tschüss.